Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit GIMP ganz einfach und schnell neue Fortnite-Thumbnails erstellen könnt. Dafür gehen wir zuerst mal auf Fortnite, dann in die Einstellungen, einmal die Wiederholungen. Dann gehen wir entweder in einer Runde, spielen wir mal. Ja, da. Ja, und da. Und dann, wenn wir dann aus der Runde kommen, gehen wir auf Karriere. Dann einmal Wiederholungen. Dann bei einem gewissen Punkt angekommen. Gehe ich hier drauf, drei Personen und dann nehme ich Drohne frei und gucke mich einfach mal um. Dann kann ich zum Beispiel hier so vorscrollen und nehme jetzt, ja, zum Beispiel hier, das so als Hintergrund. Dann drücke ich aufs Auge, dann ist das Zeichen und so weiter alles. Dann mache ich auf PC mit der in Screenshot, indem ich die Windows- und Drucktaste gleichzeitig drücke. Als nächstes gehe ich in GIMP rein und tu den Screenshot, den ich jetzt zum Beispiel hier unter Bilder bei Bildschirmfotos gespeichert habe, da in GIMP einfügen. Das dauert kurz. Dann tue ich jetzt zum Beispiel hier. Dann tue ich mir zum Beispiel, wenn ich Skins dann noch so drauf haben will, hier den Stellar Skin nehmen. Den tue ich dann auch erstmal hier einfügen. Und dann tue ich ihn von hier wieder in GIMP reinfügen. Ja, wenn mir die Position nicht passt, dann kann ich hiermit, wenn ich hier auf dieses Pfeilkreuz gehe, den bewegen frei. Ja, und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch einen Text einfügen. Also mir passt es zum Beispiel gerade nicht, ich tue den Skin mehr seitlich rein wegen der Schrift. Dann kann ich hier zum Beispiel Fortnite tue ich zum Beispiel ja hier Fortnite Thumbnails Thumbnail ganz einfach selber machen, so als Text einfügen, und dann kann ich die Buchstaben, in denen ich hier auf diesen Zauberstab-Symbol gehe und dann den einzelnen Buchstaben anklicke, zum Beispiel noch farbig machen.
Dann müssen wir es nur noch speichern. Dafür gehen wir. Auf Exponieren nach. Okay, da, bei mir ist es so, dann hängt es öfters erstmal kurz so. Dann so, dass man kurz warten muss. Ja, dann kann ich hier speichern. Ja, also zum Beispiel tue ich jetzt hier den Screenshot ersetzen. Und ganz wichtig, beim Abspeichern muss PNG dran stehen. Ja, dann klicke ich hier auf Exponieren. Was hier kommt, ist, da muss man nichts unbedingt machen. Und dann auf Exponieren. Dann lädt hier. Ja, und das war's dann auch. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und so und bis zum nächsten Mal.